Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2. So. Warte mal. Gibt's Probleme? Ja. Minecrawler. Jede Menge Minecrawler. Wir sind hier auf ein Nest gestoßen. Warum greifen wir die Minecrawler nicht an? Warum greifen wir die Crawler nicht an? Hab ich auch gefragt, aber die Garde hatte Wichtigeres zu tun. Bloodwain hat es mir überlassen, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Ich schätze, du hast nicht vor, dich mit den Crawlern anzulegen. Warum sollte ich? Damit wir an das Gold kommen, das in der Höhle ist? Das meiste wird sich eh Bloodwain reinziehen. Und für das bisschen, das ich kriege, riskiere ich nicht meinen Hals. Wenn du dich mit den Crawlern anlegen willst, lass dich nicht aufhalten. Nur lock sie nicht alle hier rauf, ja? Okay, kannst du mir was... Ja, über Bloodwain. Kannst du mir noch was über Bloodwain sagen? Ja, er ist ein goldgieriger Bastard. Er kontrolliert jede neue Ader und jeden Klumpen. Für Gold ist ihm kein Weg zu weit, aber wir sind ihm scheißegal. Und sonst? Er hält sich für den Größten und kann's nicht leiden, wenn jemand besser dasteht als er. Okay, ich würde trotzdem nicht gegen ihn antreten wollen. Geh ihm am besten aus dem Weg und reiz ihn nicht. Es sei denn, du willst, dass er wütend wird und seine Beherrschung verliert. Okay, Ende. Gut, ist das ein Sklave? Hey, du! Bitte schlag mich nicht! Ich habe nicht vor, ihn zu schlagen, aber okay. Zu weit entfernt. Wieder so eine Truhe. Ah, wir haben ja gespeichert. Links. Links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, links, rechts. Okay. Laden. So. Zu weit weg. Links, rechts, rechts, links, rechts. So spart man sich ja die Tricher. Besonders jetzt, wo wir nicht so viele davon haben. Wie viele haben wir eigentlich? Wir sollten 12 mindestens haben. 18. Wir hatten schon mal mehr. So. Gut. Wow, die sind ja leer genagt. Oh. Mittlerweile nur noch ein Schlag. Okay. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern, nichts zu holen. Klicken wir sie an, weil sie könnten ja irgendetwas haben. So. Okay. Das ist gut. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Gut, dann haben wir hier Waldbeeren. Holz für den Rex. Oh, das ist eine Spruchrolle. Wir haben schon lange keine Steintafeln mehr erbeutet. Hier sind tonnenweise Goldklumpen. Die Frage ist, ob wir die wegmachen können. Ja, wirklich. Wir können sie jetzt mit einem Schlag töten. Haben wir gerade auch 500 gekriegt? Nichts zu holen. Gut, Crawlerpants oder Zange? Ich hab nicht so genau geachtet. Hab auf die Spruchrollen gelinst. So. Oh, da drüben ist ja noch was. Ich dachte, ich hätte alles genommen. So. Jeden haben wir von Minecrawler befreit. Wie viele... Wenn wir schon da unten sind... Ist die Frage...
eigentlich. Wollte ich... Ach ja, jetzt weiß ich wieder, die Pilze. Okay, noch 9. Da ist nichts zu holen, nichts zu plündern. Gut, wir haben alles. Wir können auch kurz speichern. Ja, hier ist gut. Eigene Fähigkeiten prüfen. Was ist echter Buddler? Einfach mal hacken. Mal hacken. Okay, wir haben 65% Chance, einen Goldbrocken zu erhalten. Wissen gesteigert. Okay. 2 Brocken erhalten. Okay, wir sind jetzt 70%. Nichts mehr zu holen. So. 70 waschechter Bodler. Habt. Nichts mehr zu holen. Okay. 75%. Das ist schon mal gut. Vielleicht sollten wir wirklich das ganze Gold hier abbauen. Und der eigentliche zuerst hochtreiben. 2. So. Splitter fliegen durch die Gegend. Ja, ja. So. Oh, 3. Nicht schlecht. Fähigkeiten prüfen. Verdammt guter Buddler. Nichts zu holen. Oh, da oben sind noch mehr, aber an die kommen wir nicht. Das ist ein bisschen unfair, oder? Aber gut. Wir haben ja hier noch einen. Fähigkeit prüfen. Verdammt guter Buddler. So. 2. Komm, Schlag. Oh. Okay, und Trümmerschlag. Sollten wir nicht ein bisschen mehr Erfahrung sammeln? Dann guter Buddler. Okay, hier gibt es nichts mehr zu holen. Gut, verdammt. Ich hoffe mal, dass das sich bald löst. So, leider muss ich Gothic 2 abschießen. Denn ja.
Meine Fähigkeiten sind ja... Ah, 2 Punkte, gut. Hi. Gut. Splitter fliegen. Wir sind ein waschechter Buddler. Und jetzt die 5. Gut, das ist sehr gut. Wo war das? Okay. Habe ich hier gespeichert und nicht da? Egal. Dann wird halt nochmal gespeichert. Wir sind jetzt 75. Nochmal speichern. Jetzt sind wir ein verdammt guter Butler. Ich will kurz mal überprüfen, also zuerst mal nachfragen, was los ist. Nicht was los ist, sondern mal sehen, was Finn dazu sagt. Gaza, ich habe die Crawler erledigt. So, das sollte es gewesen sein. Die Crawler sind erledigt. Bloodwayne ist schon auf dem Weg. Das ist doch das, was du wolltest, oder? Ich meine, du hast die Crawler abgemetzelt, damit Bloodwayne herkommt. Also, was immer du vorhast, tu es jetzt. Okay. Das war eigentlich nicht der Plan, aber... Ich glaube, der war auch beim ersten Teil der Typ, der uns begrüßt hat, mit dem Schlag ins Gesicht. Weißt du, dass ich ihn getötet habe? Schön, dass wir ihn nochmal töten können. Oh. Wird der auch mal stehen? So. Du hast die Mindcrawler getötet? Gut, ich übernehme jetzt. Los, verschwinde. Warte mal. Du bist noch nicht weg? Wir haben noch was zu klären. Ich suche Raven. Genug geredet. Lass uns kämpfen. Ich suche Raven. Ich suche Raven. Ja, und warum glaubst du, dass Raven ausgerechnet mit dir? Warte mal. Du bist das? Du bist der Kerl, den wir die ganze Zeit gesucht haben. Was machst du hier? Du solltest längst tot sein. Das sagt man mir dauernd. Diese Pünden haben alle versagt. Aber an mir wirst du nicht vorbeikommen. Dieses Mal erledige ich dich. Wie ich bereits sagte, es ist Raven, den ich suche. Du bist nicht wichtig für mich. Ich werde dich töten. Ich habe bis jetzt jeden Kampf überlebt. Eigentlich nicht. Alles hat mal ein Ende. Und ich dachte, du hättest dich... Und ich dachte, ich hätte dich erwischt. Hier. Und ich dachte, ich hätte dich erwischt. Ach, du mieser Hund. Und ich habe die Explosion der Barriere ohne einen Kratzer überlebt. Okay. Du und viele andere Typen auch. Ja. Und wer glaubst du, hat die Barriere zum Einsturz gebracht? Ach, du mieser Hund. Du kannst mich nicht besiegen. Ich bin Ravens engster Vertrauter. Seine rechte Hand. Ach. Er wollte wohl keine Zeitung, weil er... Er hat wohl keine Zeit, um wählerisch zu sein. Ach, du mieser Hund. Genug geredet, lass uns kämpfen. Es ist sowieso zu spät für dich. Raven ist gerade dabei, den Tempel zu öffnen. Stirb, Mistkerl! Der Typ soll... Okay. Ladwins Kopf. Passt in eine Truhe? Ist er jetzt? Nee, er ist noch kopflos. Ja, aber wir wissen, wir können ihn besiegen. Das ist schon mal viel wert.
will zuerst draußen ein bisschen reden mit den Leuten machen, bevor Bloodwind kommt. Da ist Bloodwind. Nie was ändern. So, Fenn. Hey! Da kann man sich nie drauf lassen. Ich hab bei der Arbeit, ja, hier. Kannst du meine Fähigkeiten im Goldhacken einschätzen? Bei dir würde ich sagen, du bist verdammt guter Buddler. Okay. Gut, wir können ja hier weitergehen, hat er gesagt. So. Hey, Tonak. Was willst du? Ich bin nur ein gefangener Arbeiter. Ich hab nichts getan. Weiß. Hey, du. Hey, ich bin in Ordnung. Aber Pathos ist ziemlich am Ende. Wenn du was willst, rede mit Patrick. Er ist unser Vorsprecher. Hey, ich wollte eigentlich nur noch fragen, ob Patrick. Hey, Patrick. Du. Ich komme im Auftrag der Wassermagier. Ich komme im Auftrag der Wassermagier. Ich bin hier, um euch zu befreien. So? Und warum sollte ich dir das glauben? Willst du hier raus oder nicht? Natürlich will ich hier raus, aber... Vatras hat mich geschickt. Wenn dir das nicht reicht, könnt ihr von mir aus alle in diesem Loch verschimmeln. In Ordnung. Ich glaube dir. Ja? Das ging schneller als erwartet. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch einen Plan. Ein Fluchtversuch ist eine riskante Sache. William hat's versucht. Und ist dabei draufgegangen. Die Gefangenen sind Bauern und Arbeiter. Sie vertrauen mir zwar, aber sie werden sich nicht auf eine Flucht einlassen. Okay. Muss ich etwa alle Banditen töten, bevor ihr euch bewegt? Soll ich euch etwa eine Begnadigung von Raven holen? Alle Banditen töten? Muss ich etwa alle Banditen töten, bevor ihr euch bewegt? Das wäre ja Wahnsinn. Aber das kann nicht der Plan sein. Sieh einfach zu, dass die Wachen uns nicht angreifen. Dann verschwinden wir von hier. Okay. Ich werde mich darum kümmern. Sag den anderen, sie sollen sich bereithalten. Okay. Gut. Zuerst einmal Pathos. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich bin fertig. Völlig fertig. Ist es ein strahlender Sonntag oder eine dieser klaren Nächte, in der tausend Sterne funkeln? Ich weiß es nicht. Wo ist der leichte Sommerregen? Wo die Kühle des Abendwindes. Ich spüre sie nicht mehr. Hier drin sterben die Augen zuerst. Halt durch, die Rettung naht. Halte durch, die Rettung naht. Danke. Danke für deine Worte. Hier, trink was. Hier, trink das. Essenz Elixier, Essenz der Heilung. Danke. Das hat mir gut getan. Hast du noch mehr? Wie geht's dir? Dank dir geht es mir besser. Ich fühle, wie meine Kräfte zurückkehren. Okay. So. Schwanzen. So. Ich dachte, Monty. Hey. Ja. Was muss ich übers Goldhacken wissen? Nun, der Einschlagwinkel ist entscheidend für eine solide Hackerei. Nicht zu flach und nicht zu steil. So kommst du an die Nuggets und deine Spitzhacke hält ewig. Okay, wie geht's? Hey, wie sieht's aus? Ja, ich lebe und nur das zählt. Wenn du was besprechen willst, dann ist Patrick genau dein Mann. Okay. Die erste Wanze, die zweite Wanze. Gut, wir nehmen alles mit. Oh, gab es da etwas? Nein. Gut, jetzt können wir auch kurz nachfragen, was wir jetzt sind. Höchstwahrscheinlich etwas Besseres. Ein legendärer Buddler. Hey, du. Hey, ich bin in Ordnung. Danke, dass du Pathos geholfen hast. Wenn du was willst, rede mit Patrick. Er ist unser Vorsprecher. Okay, vielleicht kann er uns etwas beibringen. Hey! Okay, nee.
bleiben möchte, ja, hier zuerst finden. Hey, du. Ja. Kannst du meine Fähigkeiten im Goldhacken einschätzen? Bei dir würde ich sagen, du bist ein verdammt guter Buddler. Ah, nur verdammt gut, okay. Boah. Ich dachte schon, es sei wieder soweit. Das war doch seine Entscheidung. Dann gehen wir hier weiter. Wir speichern natürlich. Das ist doch nichts Neues. Und bevor wir weitergehen, den Hammer. Fernwächter, der hat nicht viel. Der Sklave hat auch nicht viel. Da ist nichts zu holen. So. Okay. Wunderfleisch. Dunkelfleisch. Was haben wir noch? Eine Sichel. Hier. Okay. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Okay. Eine Laborflasche. Oh, coole. Was noch? Es würde mehr von denen geben. Aber es scheint alles zu ruhig zu sein. Ein Trank. Spruchrolle. Ein weiterer Trank. Das war's? Okay, das ist langweilig. Okay. Wächter, Sklave und so weiter. Ich dachte, wir könnten hier ein paar Kinder töten. Aber okay. Dann halt nicht. Möglich ist alles. 25. Wer soll mir das? So viel haben wir, oder? Ja, 125. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Hey, du! Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. Das hätte er noch besser wissen müssen. Und ist da oben etwas? Keine Ahnung, sag du es mir. Mit mir kann man sowas nicht machen. Okay, ich glaube, wir müssen zurück. Das war keine große Sache. Bescheid sagen. Aber bevor wir das machen, zuerst einmal hier. Lass die Jungs frei. Lass die Sklaven frei. Pass mal auf. Bladwin hat hier das Kommando. Ihm gehören die Sklaven. Also hat er das Recht, sie freizulassen. Außerdem hat Torus da auch noch ein Wort mitzureden. Und was ist mit dir? Hast du hier irgendwas zu sagen? Ich entscheide, wer in die Mine kommt. Ich entscheide, wer in die Mine kommt. Du machst Estebans alten Job. Da hast du ja gar nichts zu melden. Schwör ab. Okay. Gut, Bladwin wird der Nächste sein. Keiner vor mir war. Dun, dun, dun. Genau das habe ich auch gesagt. So. Wir haben ja irgendetwas erfahren. Ist. So. Hey! Nee. Watres ist er. Ist er da oben? Ist das Watres? So. Hey. Nee, Saturas, meine ich. Wegen Raven. Hast du etwas Neues zu berichten? Bisher noch nicht. Ich rate dir nur... Eine Adanus möge...
Wir wissen, dass er in den Tempel ging und dort irgendwelche Voodoo-Zauber auslöste. Hey, Kronos. Du. Lass uns handeln. Er hat auch nichts Wertvolles. Wir können Sachen verkaufen, wie zum Beispiel... Nee, das sind zwei Hände, den wir... Also unser stärkste zwei Hände. Das kann weg. Das kann weg. Ja, Paladin zwei Hände. Das haben wir gekauft. Kauft aber Edles. Holzfäller. Grob. Da. Der Degen kann weg. Das behalten wir. So. Oh ja, wir können... Stärke. Oh ja, das kann weg. Dann Geschicklichkeit. 25. Haben wir so viel? Ich glaube, wir haben 29. Also kann das hier weg. Das ist der Bogen, den wir tragen können. Können wir den tragen? Ja. Okay. So. Wir können jetzt sogar ein besserer... Ja. 125, gut, dann können wir das eigentlich verkaufen. Hey! So. Lass uns handeln. So, wir können das hier verkaufen. Oh, und bevor ich es vergesse. Goldbrocken. Wo? Wie sehen die aus? Ah, verdammt. Goldkelch. Alte Münzen. Kristall öffnen. Da. 3. Okay, wir kriegen somit 7 mehr. Also das ist schon mal gut. Dann zurück ins Banditenlager. Bloodwind töten und seinen Posten einnehmen. Aber zuerst die Heilkräuter nehmen. Dann. Oh. Noch 10.000 für nächstes Level Up. Okay, ab Stufe 25 wird es ein bisschen bremslig. Gut, dann wäre vielleicht. Doch, die Armbrust ein bisschen besser. Wohlgeschicklichkeit erhöht den Schaden der Armbrust. Das habe ich früher auch immer gesagt. Gut. So. Die Crawls sind erledigt. So, das Bloodway, ich meine... Danke. Hey, du. Ich hab nichts getan. Ja, ich weiß. So. Hey. Okay. Gut. Ja, wir wissen ja, wo er hingeht. Das ist hier nichts Neues. Den 2 habe ich noch und den da drüben. Und dann gibt es noch 2 am Eingang. Ich fand es eigentlich gut, dass man durch Abbauen lernt. Aber jetzt... Bei dem einen da drüben haben wir nichts erhalten. So, wird gespeichert. Oh, wir haben doch noch nicht. Schade. Dunkelpilz, meine ich. So. Du hast die. Warte mal. Wir haben noch was zu. Ich suche Raven. Ich suche Raven. Ja, du das. Wie? Ja, ja, okay. Das hat mal ein Ende. So. Alles hat mal ein Ende. Ich werde dich trotzdem besiegen.
Und ich habe die Explosion der Barriere ohne ein... Okay. Du und viele andere Typen du auch. Du und viele andere Typen auch. Ich werde dich trotzdem besiegen. Du kannst mich nicht besiegen. Ich bin... Ja. Und das war sein größter Fehler. Ja, das war wohl sein größter Fehler. Du mieser Hund. Gut, genug geredet. Genug geredet. Es ist sowieso zu... So. So, er ist tot. Das war schneller als gedacht. Gut. Und jetzt will ich noch schnell mit dem Gold... Goldpresser? Also... Den Typen. Gazers! Du hast es diesem Penner ja ordentlich gezeigt. Saubere Leistung. Dann werde ich mich mal in der Höhle umsehen. Danke. Gut. Das hätte er doch besser wissen müssen. Hey, Emilio. Du. Wie läuft's? Wie läuft's? Ich rackere mich ganz schön ab. Na, Hauptsache, ich werde nicht von einem Crawler gefressen. Die bin ich losgeworden. Ich will nicht, dass das alles ist. So, hey, Finn. Du. Ja. Kannst du meine Fähigkeiten... Bei dir würde ich sagen, verdammt. Gut. Hey, du. Ja, sonst alles klar bei sonst? Dir? Ja, ich werde einen Haufen... So. Dann wird hier... Wir sprechen bei F. Crimson. Hey, du. Lass uns feilschen. Lass uns feilschen. Nein, das ist ein Standardpreis, den jeder kriegt. Ich dachte, es wäre ein Freundschaftspreis. Ist es auch. Wir sind doch alle Freunde hier. Okay. Was waren wir... Kannst du Ravens Worte nochmal wiederholen? Klar! Bist du bereit? Okay. Kardimon Fatang. Velia. Okay, wegen dem Gold. Lass uns tauschen. Ja, alle. Ich dachte, wir lernen etwas übers Gold. Gut, wir speichern hier nochmal beim F. So, lass sie frei. Lass die Sklaven frei. Hast du hier irgendwas zu sagen? Mich brauchst du das nicht. Ja. Hier, reicht das? Steck das wieder weg! Das will ich nicht sehen! Es wäre besser für dich, wenn du die Sklaven jetzt freilässt. Warte mal! Bladwin ist nicht der Einzige, der hier was zu sagen hat. Solange ich keinen Befehl von Taurus habe, wird hier niemand freigelassen. Du hast doch gesagt, dass die Sklaven Bladwin gehören. Ja, ich habe aber auch gesagt, dass ich ohne Befehl von Taurus niemanden freilassen werde. Du gehörst zu den Typen, die ohne Befehl nicht mal pinkeln gehen, was? Okay. Wir haben etwas gelernt. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Gut. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Gold schürfen oder 4 Punkte investieren, um die restlichen 20% voll zu machen. Dann würden wir am meisten etwas davon kriegen. Schwere Sache. Hey, du. Alles klar? Alles klar? Ja, also mach keinen Ärger, dann bleibt auch alles... Gut, was ist mit dir, Scotty? Bloodwin ist tot. Bloodwin ist tot. Gibt ja nicht viele, denen ich das wünsche, aber Bloodwin ist besser dran, wenn er tot ist. Schade, ich dachte, der bringt uns ein bisschen was handeln. Ja, das bringt nichts, das zu kaufen. Ich wollte gerade sagen, warum hat der Bastardschwert da, aber. Ja. Gut. Oh, wir sind schon über der Zeit. Aber. Hier. Wir speichern nochmal bei F. Können wir das jetzt öffnen? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Nein. Wo ist Taurus?
Wache, Gardest, Torus, Gardest. Was hast du eigentlich vor? Was? Du hast jetzt auch noch Bloodwyn aus dem Weg geräumt. Ich frag mich nur, wer der Nächste ist. Raven? Oder ich? Hast du Angst? Vor einem Kampf fürchte ich mich nicht. Aber vor den Konsequenzen deiner Taten. Dieses Lager ist das Einzige, was uns noch geblieben ist. Es hat vielleicht nicht zur Zufriedenheit aller funktioniert. Aber es hat funktioniert. Und mit jedem, den du tötest, bricht ein Stück unserer Gemeinschaft auseinander. Wir sind Banditen. Ausgeschlossene, Gesetzlose, Verachtete. Wo wir auch hingehen. Man wird uns jagen, einsperren und töten. Es gibt keinen besseren Ort für uns als diesen. Keine bessere Zeit als jetzt. Worauf willst du hinaus? Diese Männer brauchen jemanden, der sie führt. Wer soll das machen? Du? Du, der ständig von Ort zu Ort zieht? Na, dann übernimm du doch die Führung des Lagers. Dann übernimm du doch die Führung des Lagers. Okay. Aber was ist mit Raven? Raven wird bald ganz andere Sorgen haben. Ich werde mich um ihn kümmern. Ach ja, und sorg dafür, dass die Gefangenen das Lager unbehelligt verlassen können. Geht klar. Ich werde mich um alle Wachen hier draußen kümmern. Okay. Das war einfach. Okay, aber diese einfache Sache werden wir in der nächsten Folge weitermachen. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.